Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, lange nichts gehört, eine Woche ist es jetzt her, Liga ist um und ich muss ganz klar gestehen, ich habe hier beim Clan Herausforderer die Liga verdaddelt, also richtig verdaddelt, denn ich habe, glaube ich, zwei Angriffe nicht gemacht in der Woche oder wenn nicht sogar drei. Das lag tatsächlich daran, dass ich eine Schnarchnase bin. Also ich habe einfach verpennt oder ich habe nicht mehr an die Uhrzeit gedacht, weil die Clankriege hier morgens ausgelaufen sind. Und dann, das fand ich eigentlich immer sehr schick, so bei einer Tasse Kaffee, so beim Frühstück, machst du mal eben deinen CK-Angriff hier. Und ja, aber ich habe es da halt verdaddelt. Und genauso habe ich dann auch hier leider unsere Liga ein bisschen verdaddelt, denn wir waren hier, oder ihr habt das ja mitgekriegt vor einer Woche, da ich einen Rathaus Rüver leider nicht mitgenommen habe in die Liga, darüber ärgere ich mich auch noch schon seit einer Woche, waren wir hier mal wieder nur zu 14 und das dann auch noch mit jemandem, der uns ein bisschen geholfen hat, also ausgeholfen hat. Vielen Dank nochmal dafür. Das war sehr, sehr nett und auch heftiger Kämpfer, muss ich sagen. Und sind wir hier dennoch Zweiter geworden. Und mit meinen verpassten Angriffen und den Sternen und vor allen Dingen einen verspielten Sieg wären wir hier Erster geworden. Aber hätte Fahrradschlauch. Vielleicht ist es auch gut so, denn die Situation hier im Clan, die ändert sich ja nicht. Die ändert sich ja nicht wirklich. Ich muss mich, glaube ich, ein bisschen sputen. Denn wir haben gleich Wartung. Und die ändert sich ja nicht wirklich. Und also wir sind immer so ein Team hier um die 30. Rathaus 10, 11, 12, 13, 14. Und das wird scheinbar auch nicht besser. Also ich meine, ich bewerbe natürlich die Clans jetzt nicht aktiv, wie viele andere das auch bei mir im Discord machen. Sondern über die Suche findet man uns ab und zu mal und dann haben wir einen Zuwachs, dem gefällt es dann nicht, weil es ist doch manchmal sehr, sehr ruhig, da es ja doch dann sehr, sehr stark casual ist hier. Also hier würde ich fast sagen, ich kenne hier die Masse, das sind Arbeiter, Studenten, die auch das über dann nicht unbedingt Clash of Clans als ihren Fokus haben. Und ja, so ist es manchmal ein bisschen ruhig. Und wenn dann jemand sagt, Mensch, hier ist aber super ruhig. Ja, es ist halt so, mein Gott. Aber sehr, sehr schöne Angriffe, die ich euch auch noch im Hintergrund zeigen kann. Ich lasse die mal in zweifacher Geschwindigkeit ablaufen. Dann sehen wir wenigstens noch ein, zwei, drei Sachen Clash of Clans. Ich weiß auch gar nicht, was hier in der Wartung jetzt rauskommt oder warum die Wartung ist. Auch da bin ich ein bisschen stehen geblieben im Moment. Sowas so die ganz aktuellen Sachen bei Clash of Clans hier angeht. Ob es hier eine Verschlimmbesserung gibt oder eine neue Truppe oder neue Defenses. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß im Moment wirklich gar nichts. Und oh, das geht mir aber, dass sie das auch immer noch nicht abgestellt haben. Ja, aber hier nochmal der verdaddelte Sieg von mir. Sehr ärgerlich, wir waren prozentual hier schon vorne. Weißt du, und dann gibt es einen im Team da oben, not used. Da kriegst du natürlich ein bisschen die Krise, muss ich sagen. Zumal ich ja mit meinem anderen, mit dem Avatar, habe ich angegriffen. Da fragt man sich natürlich, Thorsten, warum greifst du nicht gleich mit Thorsten auch direkt dahinter hinterher an? Ja, habe ich mich dann auch gefragt. Aber hinterher ist man immer etwas schlauer. Und auch gegen die Vermeidbaren, die bei uns sehr, 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 sehr hart dran waren, die Republika PH, die haben wir am Ende trotz meiner nicht gemachten Angriffe auch besiegt. Ich meine, okay, einige Clans hatten hier unten auch teilweise Rathaus 12 und 11. Das war aber jetzt nicht die Masse. Das waren so vereinzelte. Vielleicht von den sechs Clans hier waren es vielleicht zwei oder vielleicht auch drei, die da unten auch kleinere Rathäuser hatten, wo wir natürlich leichte Sterne geholt haben. Und mussten dann natürlich hier oben irgendwo offen lassen. Meine Base hat gut gehalten, aber ich glaube zum Beispiel, ja, das ist zum Beispiel 14 auf 13 hier. Ich meine, das sind jetzt nicht unbedingt immer super sichere drei Sterne, aber Rathaus 14, das stelle ich auch vermehrt fest, ist schon ganz schön stark gegenüber einem Rathaus 13 oder einem Rathaus 12 sowieso. Und ich habe das ja auch bei meiner Base mit dem Avatar gemerkt, dass so ein 14er schon ganz schlank mal über deine Base rüberherraschen kann, ohne dass du dir Gedanken machen musst, oh, ich muss meine Base umstellen oder sowas. Nee, gar nicht. Das machen die, das werden die dann trotzdem machen. Und ja, es ist schon sehr, sehr schwierig hier. Also das gleitet. Ich finde,
Manchmal finde ich es ein bisschen unfair, aber Rathaus 14 empfinde ich im Moment als ganz schön überstark. Ich weiß nicht, ob da noch was vielleicht genervt werden muss oder sowas, aber es ist schon sehr, sehr dominant und da ist jetzt eine ganz, ganz große Lücke eigentlich dazwischen, zwischen 13 und 14. 14 ist ganz weit weg und danach kommt ja erstmal nichts mehr, aber 13 ist auch als oder für eine Verteidigung ist es da auch sehr, sehr, sehr schwer, irgendwo etwas rauszureißen, yo. Ja, und die Woche fing sogar gut für mich an hier. Leute, 14 auf 14. Und schön mit den Sneakies da oben. Ja, eigentlich, ich weiß gar nicht, es ärgert mich ein bisschen, muss ich sagen, warum ich da nicht weiter angeknüpft habe und warum ich da nicht ein bisschen enger am Ball geblieben bin, sondern habe mich irgendwie ziemlich hart gehen lassen hier. Aber gut, Real Life geht vor. Und wenn ich mir mein Real Life gönne, dann mache ich das auch, ganz klar. Und dann gibt es keine Videos. Es gab jetzt seit einem Monat keine Streams. Und da konnte ich jetzt auch im Discord nichts zu sagen. Ich kann höchstens sagen, ja, wird wieder, Leute. Kommt Zeit, kommt Stream oder kommt Video. Ich habe auch etliche Sachen abgesagt, DCM oder auch GML oder sowas. Da habe ich das aber kundgetan, dass ich im Moment nicht so wirklich, ich will nicht sagen Lust auf Stream habe, aber meine Prioritäten sind halt so ein bisschen weggewandert. Spielen tue ich immer noch, ja, das steht außer Frage, aber gerade so die anderen Sachen sind dann doch ein bisschen stark liegen geblieben. Noch, muss ich mal so sagen, Leute. Aber stellt keine Fragen, es gibt keine Antworten. Aber ich werde gleich erstmal so ein bisschen auf meinen YouTube-Kanal gehen. Ich hab gesehen, es gab noch ein paar Kommentare, die habe ich auch nicht beantwortet. Tolle Wurst. Und auch das ärgert mich natürlich, denn ich bin eigentlich jemand, der so ziemlich jeden Kommentar liest. Und wenn es ihn zu beantworten gilt, dann mache ich das natürlich auch. Ja, Einsteiner gab es natürlich auch auf unserer Seite, aber mit Masse waren es denn doch 3 Sterne, 13, 13, hier der Max gegen den Cody. Und so habt ihr jetzt wenigstens noch so ein bisschen Clash of Clans gesehen. Und ich muss das Ganze jetzt noch in die Schneidemaschine gleich reinwerfen. Und dann hoffe ich mal, dass ich euch in den nächsten Tagen und Wochen wieder sinnfreies Clash of Clans hier präsentieren kann. In die Clankriege nehmen die mich ja jetzt erstmal nicht mit. Auch beim Clan Free to Play habe ich natürlich meine Angriffe verpennt, Leute. Tut mir auch da leid. Da war es jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm, weil da war sowieso nur Liga halten Ziel. Aber hier wäre der Aufstieg drin gewesen. Nach Meister 2 mal wieder. Und nächstes Mal. Ganz sicher. Müssen wir dann wahrscheinlich wieder irgendwo uns ein bisschen Verstärkung suchen. Aber wie gesagt, ich glaube, der Seelenarzt war hier als Verstärkung und hat mich auch super gefreut. Danke nochmal an der Stelle dafür. Ja, und nochmal, ja, wir haben die Liga gehalten. Naja, okay. Mal schauen. Oh, Soon steht da jetzt. Da seht ihr das. Aber man kann immer noch im Spiel bleiben. Das ist eigentlich das Coole. Man kann immer noch im Spiel bleiben. Man kann jetzt nur keine Angriffe mehr machen und Game is closing. For a shortly maintenance break. Wenn man jetzt allerdings einmal rausgeht und geht, glaube ich, wieder rein, dann sieht man, glaube ich, den Startbildschirm. Das können wir mal eben machen. Wir gehen einmal raus und wir gehen einmal wieder rein. Und dann müsste jetzt eigentlich schon der Pausenbildschirm da sein. So wie man es gewohnt ist. Jawohl, der Maintenance Break ist da. Ich habe auch hier wenig gespickert, was die Sachen angeht. Auch im deutschen Bereich nicht. Und naja, dann reload ich mal in 20 Minuten. Und seht zu, dass ich noch ein bisschen was aufgenommen bekomme für euch. Aber das war es erstmal von der einen Woche Liga. Ich bin mal wieder froh, ich hoffe ihr auch, dass die Woche rum ist. Und dann sehen wir uns in weiteren Folgen. Bis dahin, Leute, danke fürs Zuschauen und euch noch eine coole Woche. Euer Toto. Clasht.